میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی Ich halte jetzt einfach die Rede von vorhin nochmal. So? Hört ihr mich? Etwas näher ran, ne? Okay, danke, dass ihr heute hier seid, um ein Zeichen zu setzen. Danke, dass es euch nicht egal ist, wenn Menschen ausgegrenzt, eingesperrt oder eben auch ertrunken gelassen werden. Regelmäßig verläuft nicht die Internationale Organisation für Migration. Moment. Die Organisation für Migration, neue Zahlen dazu, wie viele Menschen an den EU-Außengrenzen vermisst werden. Das Projekt nennt sich Missing Migrants. Vermisst heißt auf dem Mittelmeer ganz einfach tot. Allein seit 2014 sind auf dem Mittelmeer mehr als 27.000 Menschen gestorben. Allein dieses Jahr sind es knapp 1.300 Tote. Allein letzte Woche sind vor den griechischen Küsten hunderte Menschen ertrunken. Man muss es so deutlich sagen, der EU reicht das noch nicht. Denn was hat die EU am 8. Juni entschieden? Die Aussetzung eines fairen, rechtsstaatlich abgesicherten Asylprozesses. Zweitens, die schnelle Abschiebung von Menschen, die aus den nicht näher beschriebenen sogenannten sicheren Staaten kommen. Drittens, die Inhaftierung von Menschen, auch von Familien mit Kindern. Und viertens, europäische Länder müssen weiterhin keine Geflüchteten aufnehmen, sondern können sich durch Geldzahlung davon freikaufen. Versprochen wird mit der sogenannten GEAS-Reform ein beschleunigtes Asylverfahren. Gemeint sind aber beschleunigte Abschiebungen. Einreise über einen sogenannten sicheren Drittstaat, Abschiebung. Rechtsstaatliche Standards. In Griechenland werden beschleunigte Verfahren schon heute durchgeführt, auf Kosten der Betroffenen. Rechtsberatung gibt es häufig nur auf dem Papier. Wenn dieses Verfahren schon innerhalb der EU so funktioniert, was ist dann an ihren Außengrenzen zu erwarten? Versprochen wurde auch einmal No More Morias. Aber genau darauf wird es hinauslaufen. Die Heimatstaaten abgelehnter Asylsuchender werden sie oft nicht zurücknehmen wollen. Die EU-Staaten am Mittelmeer wollen sie aber auch nicht. Seit Jahren wird in der EU über die Verteilung der Geflüchteten gestritten. Übrigens auch deshalb, weil Deutschland die Mittelmeeranrainer lange Zeit mit ihren Problemen allein gelassen hat. Der neue sogenannte Solidaritätsmechanismus in der EU sieht vor, dass Staaten Menschen aufnehmen oder aber andere Beiträge leisten. Es können auch Maßnahmen zum Ausbau der Festung Europa sein. Geld, Personal, Technik, alles für Abschottung. Auch außerhalb der EU, wo man ja de facto schon heute mit Leuten wie Erdogan oder brutalen libyschen Milizen kooperiert. Nochmal zum Mitschreiben. Menschen aufnehmen oder sie ausgrenzen nach der GEAS-Reform ist beides ein Beitrag zur innereuropäischen Solidarität. Man wird also vielleicht neben dem sogenannten Grenzschutz auch ein wenig zusätzliche Aufnahmekapazität schaffen. So wie in Moria. Man wird merken, dass die Kapazitäten nicht reichen. So wie in Moria. Man wird dann überfüllte Elendslager haben, so wie in Moria. Und dann wird man wie in Moria von Gewalt lesen. Gewalt gegen Menschen, die sich diesen haftähnlichen Lagerunterbringungen nicht gefallen lassen wollen. Gewalt unter den Eingesperrten, weil beengte Räume und miserable hygienische Bedingungen Konflikte anheizen. Häufig ist es übrigens genderbasierte Gewalt. Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder. Und dann wird vielleicht auch wieder ein Lager in Flammen stehen. Und vielleicht werden Menschen sterben und vielleicht werden europäische Politikerinnen wieder Betroffenheit heucheln. Wir sagen schon heute, glaubt ihnen kein Wort. Denn all diese absehbaren Folgen sind genauso beachtlich. Sie wollen unerwünschte Menschen aus dem globalen Süden davon abhalten, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Sie sollen ein Regime der Migrationskontrolle stützen, das rassistisch zwischen guten und schlechten Geflüchteten, den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, unterscheidet. Sie sollen Rechtspopulismus und Faschismus ausgerechnet dadurch das Wasser abgraben, dass man die Forderungen der Rechtspopulisten und Faschisten erfüllt. Moment. Der Rechtspopulisten und Faschisten erfüllt. Stimmt, wenn die Grünen die Festung Europa ausbauen, braucht es wirklich keine AfD mehr. Wir werden heute sicher noch einige, ja, das werden wir jetzt nicht. Aber ich glaube, wir können das Wichtigste in wenigen Worten zusammenfassen. Brick by brick, wall by wall, make the fortress Europe fall. Danke für eure Aufmerksamkeit.